Ödö. So, wieder reintappen. Und es geht weiter. Ja. Wo war ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas habe ich gerade noch gesagt, was vielleicht interessant gewesen wäre, aber. Nee, eigentlich nicht. Ohne hier auf Blödsinn zu quatschen, du hast nichts Interessantes gesagt. Habe ich schon mal jemals was Interessantes gesagt? Eventuell. Warum ist das da kaputt? Gehört das noch? Das gehört. Gehört nicht ganz zur Stadt, kann das sein? Aber okay. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, wir haben in einer Stunde den ganzen Teil hier fertig. Den ganzen Teil. Jetzt kommt die Innenstadt, jetzt kommen die meisten Gespräche wahrscheinlich. Na super. Es werde Licht. Ach ja. Und wenn ich irgendwen übersehen habe, dann auch egal. Freki, Feinschmecker. Giri, Freki und Giri. Das Schwert in der Einöde 3. Aha. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal die ganzen Bücher vorlesen sollte. Die sind halt alle noch im Englischen, was es vielleicht teilweise einfacher macht sogar. Weil ich im Englischen deutlich schneller und besser vorlesen kann. Aber so als deutscher Streamer, Let's Player im Englischen, ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht richtig an. Also mit dir habe ich schon ein paar Mal gequatscht, du bist der Händler. Chen, die schnelle Klinge, Imbissverkäufer. Ein frischer Tigerfisch, lecker und günstig. Ich hätte gerne ein paar Knabber rein. Komm. Also der verkauft direkt Essen. Achso. Ja, aber auch noch das Billigessen. Na gut, unnötig. Wie verkaufen sie Tigerfische? Um die 1800 habe ich verkauft. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich den besten Tigerfischen ganz Liebe verkaufe. Mindestens die Hälfte aller in der Stadt verkauften Fische kommen von mir. Da muss er doch der Beste sein, haha. Du fragst dich ja, wie ich es schaffe, so viele zu verkaufen. Du musst wissen, das kommt von meinen Techniken, die ich bei der Gohua-Schule gelernt habe. Ein paar schnelle Schnitte und der Fisch ist sauber ausgenommen. Ganz recht, ich komme von der Gohua-Schule. Damals habe ich 10 Jahre lang in Abgeschiedenheit trainiert. Das erste, was ich danach zu mir genommen habe, war gegrillter Tigerfisch. Manche sagen, das sei eine Verschwendung meiner Fähigkeiten. Ich finde es aber ganz und gar nicht. Mein Lehrmeister hat mir beigebracht, dass es beim Ausüben der Kampfkünste darauf ankommt, den Menschen behilflich zu sein. Solange ich gute Arbeit abliefere, kann ich also auch stolz darauf sein, Fische auszunehmen. Erzähl mir mehr von der Gohua-Schule. Ah, schon die bloße Erwähnung weckt in mir Erinnerung. Ich frage mich wirklich, was alle heutzutage machen. Weißt du, mein Meister und all die anderen, mit denen ich zusammen trainierte. Mich angeht, so freue ich mich sehr, dass die Klingen- und Küchenkunst kombinieren kann. Dass ich Klingen- und Küchenkunst kombinieren kann, um meinen Kunden stets einen leckeren, pikant gegrillten Tigerfisch anzubieten. Danke, dass du vorbeischaust. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit jemandem so ein tiefgründiges Gespräch hatte. Das ist der Einhänder, welchen ich einst führte. Ich glaube nicht, dass ich künftig wieder Schwertkämpfe bestreiten werde. Also warum nimmst du ihn mir nicht einfach ab? Denke ich, dunkles Eisenschwert. Ich hätte es gehofft, dass ich diesen Gua-Prototypen bekomme, aber nee, krieg ich nicht. Trotzdem interessiert, was das für eine Waffe ist. Oh, nee. Da. Einhänder mit Elementarkunde, okay. Also ein Elementschwert. Durch den Angriff nach auslösende Reaktion überladen, Supraleiter unter Strom und Elektroverwirbelung. 12 Sekunden lang um 20%. Ist halt auch nicht so schlecht eigentlich. Wenn man es genau nimmt. Vielleicht ist es nicht. Und du laberst nicht mit mir, das ist gut. Der Stein leuchtet vor sich hin. Köter. Paar weitere Leute, die nicht mit mir reden. Hier an Hängenberg. Okay, das ist der Tier an Hängenberg, der gehört nicht mehr zu Liebe. Dann möchte ich da auch nicht hin. Also schon irgendwann, aber nicht jetzt. Cool. Bringt mir aber nichts, das Schwert. Wenn das Schwert zu Anfang sich geholt hätte, dann macht es vielleicht mehr Sinn. Plakat beim Restaurant Wan Min. Plakat beim Restaurant Wan Min, ein neuer Geschmack, eine alte Erinnerung. Willkommen beim Restaurant Wan Min. Okay. Bob Mao. Bist du hier, um die Kochkunst des Restaurants Wan Min zu probieren? Jeder in Shihu-Felsen weiß, wie gut Koch Mao kocht. Erzähl mir etwas über das Restaurant Wan Min. Ich bin der Koch des Restaurants Wan Min. Meine Kochkünste sind zwar nicht ganz so perfekt wie die meiner lieben Tochter. Ist er der Vater von Changling? Diese alleingesessenen Restaurants haben mir aber nichts entgegenzusetzen. Deine Tochter? Ja, Changling, meine Tochter, ist der beste Lehrling, den ich mir hätte wünschen können.
Zu Beginn wollte ich Shangling nur beibringen, wie man kocht, damit sie einmal das Restaurant in Wan Min übernehmen kann. Damals habe ich nicht gedacht, dass sie sich als Naturtalent entpuppen würde. Sie ist sehr begabt darin, neue Gerichte zu entwickeln. Das unterscheidet sie so sehr von den alteingesessenen Restaurants, die traditionelle Küche von Liebe anbieten. Selbst wuchs in mir die Befürchtung, dass das Restaurant Wan Min Shangling nur einschränken würde. Deshalb habe ich sie hinaus in die Welt geschickt, damit sie ihre Kochkunst perfektionieren kann. Wenn es jemand schaffen wird, die Küche von Liebe zu revolutionieren, dann wird es sie es sein. Haha. Also dafür, dass du der Vater von einem Charakter bist, hast du extrem normales Aussehen. Aber okay. Naja. Wie läuft das Geschäft? Ach komm, wie könnte das Geschäft hier im Restaurant mit Menschen schleppend laufen? Eine kleine Kostprobe unserer Handarbeit macht die meisten Leute zum Stammgästen. Apropos Stammgäste, wir hatten letzte Zeit oft eine junge Dame mit seltsamem Kopfschmuck hier. Die vegetarischen Gerichte auf unserer Speisekarte scheinen ganz nach ihrem Geschmack zu sein. Aber ich habe bemerkt, dass sie immer nur die vegetarischen Gerichte bestellt und das auch in sehr kleinen Mengen. Ich gab ihr aus Sympathie eine Großportion, aber sie zögerte etwas, die anzunehmen. Versucht sie, ihre Figur zu halten? Junge Männer, Frauen nehmen solche Sachen heutzutage wirklich ernst. Okay. Nehmen etwas, ja. Nach welcher Küche kochst du? Küche? Hier beim Restaurant Wan Min halten wir uns nicht mit solchen Begrifflichkeiten auf. Für uns sind Li und Yuo Küche nichts weiter als eingelegtes Allerlei. Für uns ist es wichtig, alltägliche Zutaten zu verwenden, um großartige Küche mit normalen Geschmäckern zu kreieren. Essen ist dazu da, gegessen zu werden, also einfach den Hunger stillen. Diejenigen, die das alles ausschmücken und ein ganzes Regelwerk darum bauen, haben einfach nicht begriffen, worum es geht. Ist ganz nach meinem Geschmack. Fand meine scharfe Suppe damals mal ganz geil. Brühe, Nudeln und alle Gewürze, die es gab, reinkippen. Den Scheiß konnte man nicht essen. Aber, naja. Wir haben es gegessen. War, glaube ich, nicht allzu gut, aber egal. Irgendwelche Empfehlungen? Schwarzrückenbarsch-Eintopf ist unser Spezialgericht. Natürlich gibt es auch in anderen Restaurants, aber ich garantiere jedem, dass er nicht annähernd so gut schmecken wird wie bei uns. Eine reichliche Portion Fisch gekocht mit einer speziellen Chiliöl-Mischung aus Jojo-Pepperoni und Veilchenkäse. Wunderbar, zur Art. Strotzen vor Geschmack. Kann man diese ganzen Rezepte aus dem Spiel eventuell halbwegs nachbauen? Nachkochen, halt mit ansatzweise passenden echten Lebensmitteln. Sprich Chiliölmischung aus Jojo und Peperoni, also quasi Peperoni, Veilchengras, keine Ahnung, Zitronengras vielleicht. Und dafür dann halt noch ein bisschen Öl. Das könnte funktionieren. Der davon gegessen hat, für manche Leute ist es allerdings etwas pikant, sodass nicht alle aus auf Anhieb essen würden. Warum probierst du nicht mal? Wenn es dir gefällt, kannst du immer noch mehr davon bekommen. Drei Stück? Oder nur eins? Oh, Su, Imbissverkäufer. Hier ist echt alles voller Essläden. Warum? Fustaya Xiao. Nee. Erstmal Frau Su. Es gibt nichts Besseres als kochend, heißt es eigentlich, allerlei zu kochen. Nur ein Narr würde dem widersprechen. Allerlei? Ich weiß, der Name klingt etwas seltsam. Aber eingelegtes Allerlei ist. Allerlei. Oh Gott. Eigentliches Allerlei ist eine Lokalspezialität hier auf dem Shiro-Felsen. Alles beginnt mit gespülten Innereien. Gespülten Innereien. Die in Hackfleisch kleingeschnitten werden. Dann gibst du etwas Tigerfisch, Gelatine zusammen mit etwas Stärke und anderen Zutaten hinzu und rollst zu Fleischbällchen. Nach einem schnellen Frittieren kann man sie genießen, nicht ein Hauch von Fisch in diesem wunderbaren Aroma. Aber es ist sicher lästig, jedem Fremden, der zum Essen auftaucht, den Namen erklären zu müssen. Puh. Innereien? Keine Sorge, alles ist gründlich gewaschen, bevor ich es verwende. Ich habe einige Gäste, die früher nie auch nur in der Nähe von Tierinnereien gekommen sind, aber nachdem sie es hier probiert hatten, waren sie einfach davon begeistert. Na komm, probier mal, und zwar kostenlos. Wenn es dir gefällt, komm einfach zurück und kauf noch mehr. Glaub mich, würde nichts dazu bringen, das zu essen. Brauchst du. Wer ist der Narr, der widerspricht? Der Lagerverwalter Gu Sanea, was er sonst. Nachdem er den ganzen Morgen gearbeitet hat, um das Essen vorzubereiten, habe ich gesehen, wie er sich ganz allein um das Lagerhaus gekümmert hat. Er hat ziemlich müde ausgesehen, also habe ich ihm etwas angeboten. Als er fertig war, habe ich ihn gefragt, ob es ihm gefällt. Er sagte, dass er etwas Salzigeres und Schärferes bevorzugt hätte. Ja, vielleicht nerven, so zu reden, und wenn man bedenkt, dass ich so freundlich war, ihm welche anzubieten.
Siehst du, ich werde ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich werde ihm sicher ein oder zwei Dinge über gutes Kochen beibringen. Okay. Cool. Ich hätte gerne eine Kleinigkeit. Klar, wir haben alle frisch. Mora-Medaillon, das klingt noch halbwegs nett. Verringert die beim Klettern und Rennen verbrauchte Ausdauer. Okay. Oh. Hat das gerade 13.000 Swan gekostet oder was? Hab ich auf den Preis geguckt. Scheiße. Oh, fuck my life. Das waren gerade. Das waren gerade 13.200. Eieieiei, oh Gott. Ich habe gerade 13.000 dafür ausgegeben. Oh Gott. Freki. Mein Bruder ist so erbärmlich. Er traut sich nicht einmal, das Essen zu essen, das er selbst bestellt hat. Ich habe schon einiges von dem Essen probieren, das ist einfach so. Schmeckt dir die liebe Küche nicht? Siehst du, dass ich es nicht mag? Sagen wir einfach, dass ich enttäuscht bin. Nehmen wir zum Beispiel eigentlich allerlei. All die Gewürze, die sie verwenden, überlagern den natürlichen Geschmack der Zutaten völlig. Abgesehen von den kräftigen, würzigen und salzigen Geschmacksrichtungen kann man die eigentlichen Zutaten nicht herausschmecken. Hätte einen schockierenden Geschmack erwartet. Aber damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Werfen wir nochmal einen Blick in den Tailwind-Reiseführer, um das nächste unserer kulinarischen Reisen zu bestimmen. Ich habe so viel Geld ausgegeben für nichts. Hast du jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Der so aussieht wie du? Eine Schwester oder einen Bruder, meinst du? Nicht, dass ich wüsste. Ich verstehe, wie du dich fühlen musst, wenn ich von meinem Bruder getrennt werden würde. Ich meine, wenn einer von uns wegginge und sich verlaufen würde oder so, dann wäre das. Ha. In jedem Fall werde ich dir helfen, während deiner Reise die Augen offen zu halten. Mögest du sie bald finden. Feki, Feinschmecker. Gab es sie noch woanders? Kommt gerade so bekannt vor, der Name. Bei dir habe ich übrigens vergessen reinzugucken. Du kannst das Schild von da aus nicht lesen. Ich würde gerne es mitnehmen. Klar, was hast du denn gerne? Hey, Spiegelei, Mehl. Okay, die hat Rezepte. Rezeptschlüssel Buntes. Okay. Ich muss mal übrigens nach den Rezepten gucken. Ganz viele Rezepte habe ich, glaube ich, gar nicht geholt bisher. Oh. So, Plattfuß da Jao. Ich habe wohl wieder zu viel zugelangt. Mein Geldbeutel ist total leer. Ha. Wo hast du denn so zugelangt? Ich hätte die dafür schon eigentlich allerlei. Wie viel genau, weiß ich allerdings nicht mehr. Wenn ich einmal reinhaue, kann man mich nicht mehr bremsen. Brumsen. Ich arbeite viel, also esse ich auch viel. Sag mal, hast du gewusst, dass das Wort Tigerfisch eigentlich mal anders geschrieben wurde? Mit der Zeit hat sich aber aufgrund der Aussprache diese Schreibweise eingebürgert. Wie war denn die alte Schreibweise? Ach, mir liegt's auf der Zunge. Hat sie noch was anderes gehabt? Nee, hat sie nicht. Okay, tschüss, wir gehen auch bald. Bis ich gerade mit ihm geredet habe, Giri. Hallo, als gebürtiger Mondstädter muss ich sagen, dass der Hafen Liebe ein sehr schöner Ort ist, aber was das Essen angeht. Wer seid ihr? Mein Name ist Giri. Ich und meine Schwester Freke sind Feinschmecker aus Mondstadt. Unser Ziel ist es, in allen 7 Städten alle berühmten Speisen zu essen. Aber wir hatten nicht im geringsten Erkenntnis an den allerersten Stationen unserer Reise auf einen so beispiellose Herausforderung zu treffen. Die Leute von Liebe sind unangenehm. Oh, okay. Wenn es um Essen und Trinken geht, eingelegtes Allerlei kann ich nicht ausstehen. Es ist praktisch nicht genießbar. In Mondstadt ist Mondkuchen mein Lieblingsessen. Ein Kuchen mit saisonalen Früchten, Käsestücken und Hühnchen. Was? Wenn zusammen mit einem speziellen Fruchtcocktail genossen wird, ist er beinahe unschlagbar. Kuchen mit Käse und Hühnchen und Früchten. What the fuck? Ich hatte keine Ahnung, dass sich die Küche des benachbarten Liebe so sehr von unserer eigenen unterscheiden würde. Nicht meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorstellen können, dass Menschen Essen und aus dem Innereien von Tieren machen würden. Auch nur etwas Zeit, um mich mental vorzubereiten. Puh. Also, was wirst du essen, solange du in Liebe bist? Zum Glück verstehen meine Schwester und ich beide genug vom Kochen, sodass wir nicht hungern müssen. Nein, wir können es nicht so weit kommen lassen. Wir sind auf deiner Reise, um Essen aus der ganzen Welt zu genießen. Okay, genau das werden wir auch tun. Ja, ich muss mich zwangsläufig an das Essen hier gewöhnen. Okay, um ganz ehrlich zu sein, wir haben heute Morgen ein paar Pfannkuchen gebacken. Hier, nimm sie mir ab. Komm schon, Giri, du schaffst das. Ein Portion Chop Suey, leckeres Chop Suey. Liyue people
Ich weiß es heute nicht, was ein Shopsui ist und was da drin ist. Irgendwie. Ich wollte es immer mal probieren, aber zum Probieren ist es doch zu schade, das Geld. Kann man, glaube ich, nachvollziehen, oder? Bis. Jan. Was soll das denn? Da bist du. Zäh, diese Leute haben nichts als Stroh darüber. Vor 10 Jahren nannte mich jeder von Feiyunhang bis zu einigen Stellen lieber Fürst Dian. Heute aber ist meine Wechselstube dahin und meine Tochter ist noch vor mir gegangen. Jetzt habe ich so lange gelebt, nur um das alles mit anzusehen. Okay. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Mir helfen? Pah, kannst du tot zum Leben wecken und mir meinen ehemaligen Reichtum zurückgeben? Ach, früher hatte ich meine eigene Wechselstube. Die Minghua Kompanie und die Minghua Wechselstube hatten vor 20 Jahren die prachtvollsten Fassaden der ganzen Straße. Aber seit diese Bankiers aus Nesnaya mit Unterstützung der Fatui in das Finanzgeschäft in Liebe eingestiegen sind, haben wir Alteingesessene nichts mehr zu sagen. Wenn ich noch jung wäre, würde ich das sicher nicht auf mir sitzen lassen. Ich würde alles dafür tun, wieder auf die Beine zu kommen. Aber ich bin eben alt und kann nichts mehr ausrichten. Die Fatui? Hm, du kennst diese Typen? Die sind aus Nesnaya hierher gekommen und haben sich auf die diplomatische Immunität berufen. Dann haben sie ihre Nasen alle Geschäfte in Liebe gesteckt, das kam mir damals schon verdächtig vor. Letzten Endes haben sie sich in unsere Geschäfte eingemischt, um auf jede erdenkliche Weise in Liebe zu investieren. Wegen dieser Störenfriede musste ich zuerst meine Wechselstube aufgeben und nun auch laufen die Geschäfte der Minghua Kompanie auch jeden Tag schlechter. Aha. Fang Ming, Lief. Hm? Ich bin ein Lief im Dienst, sei bitte leise. Und mach bitte keine Geräusche wie Psst oder ähnliches. Was machst du da? Leise, habe ich gesagt, sonst könnte das Ziel bemerken, dass ich es beobachte. Ja toll, deswegen bin ich jetzt auch lauter geworden. In dem Lief dessen auch gewusst ist, die Bank zu bewachen. Ich habe diese Typen, die immer wieder vor dem Eingang hin und her schlendert, im Auge. Heb kein Geld ab, zack keins ein, steht aber den ganzen Tag lang dort herum, wenn das nicht verdächtig ist. Ich muss ihn also weiter im Auge behalten, damit er den Schatzräuber nicht irgendein Zeichen oder gleich hinterlässt. Es ist was. Warum verflixt und zugenäht steht er den ganzen Tag da herum? Ich habe kein Problem, ihn den ganzen Tag lang zu beobachten. Was ich aber nicht so gut unter Kontrolle habe, ist meine Blase. Warum geht er nicht einfach weg? Mir steht schon bis hierher. Fürst? Der Fürstin? Oder wer? Wahrscheinlich, oder? Siro und Digui. Digui. Wie oft muss ich dir denn noch sagen? Wenn du selbst das nicht schaffst, wie willst du dann Geld verdienen? Aber ich denke, ja, fang noch an zu denken. Du denkst dann sicher, du kannst die Leute in Ruhe gehen lassen, wenn sie sich satt gegessen und ihr Essen bezahlt haben. Wie bitteschön sollte man damit Geld verdienen? Jetzt rechne mal mit, wenn die Portionen kleiner werden, müsst ihr ja noch eine zweite Portion bestellen. Dann bekämen wir doppelt so viel Geld. Und dieser Wein hier, der ist wirklich teuer. Es reicht vollkommen, wenn du ein wenig für den Geschmack in die Suppe tröpfelst. Du nimmst viel zu viel. Aber die Kunden haben sich schon beschwert, dass die süßen Reisbällchen nicht genug Geschmack hätten. Die Suppe wäre schon wie Wasser. Warum beschwert sich jemand, machst du einen solchen Aufstand? Wer gibt dir denn dein Gehalt? Die Kunden oder ich? Sag ihnen doch, dass die Suppe so sein soll. Und wenn jemand was dagegen hat, denk dir was aus. Lass die Kunden einfach noch eine Schüssel voll bestellen. Dann haben sie genug Geschmack zusammen, oder nicht? Warum solltest du die Kunden gleich wieder wegschicken, sobald sie fertig gegessen haben? Wow, okay. Wow. Der müsste sein Laden eigentlich direkt wieder dicht machen müssen. Aus solchen Gründen. Also jetzt bin ich hier am Hauptplatz, okay. Tian mit der eisernen Zunge. Opa Tian. Okay. Geschichtenerzähler. Der Teekenner Liu Su war ein Kommilitone von mir. Bei den Typen. Er liebt es, hochtrabende Geschichten zu erzählen. Ich habe keine Lust, ihm die Schau zu stehlen. Den? Darf man jetzt nur noch eloquente Redensart verwenden, um Geschichten erzählen zu dürfen? Zu hören? Ich mag auch gar nicht die Art und Weise, wie er redet. Das Geschichtenerzählen war ursprünglich auch eine Kunst der Straßenkultur. Es ist so, als ob man die Knabbereien, die am Straßenrand verkauft werden, als Luxusmenü anbieten. Das ist einfach nicht der Sinn der Sache. Das gefällt sicher auch vielen, die sich damit nicht auskennen. Aber für die alten Leute, die wirklich Wert darauf legen, ist das nichts als Gewäsch. Weiterhören? Deswegen bin ich überhaupt nicht neidisch auf den Erfolg und das Geld, das mein alter Kommilitone gesammelt hat. In Anwesenheit all meiner werten Gäste möchte ich nur so viel sagen. Ich darf dem Teehaus Heyu keinen Besuch abstatten, sonst würden die Leute dort noch lieber meinen Geschichten zuhören.
Okay. Du bist still, du bist. Nee, doch. Nee, sitzen. Okay. Du bist auch still. Gut. Du hast auch keinen. Was mir die macht. Kann ich. Kann ich hier drinnen schwimmen? Kann da drinnen schwimmen. Okay. Chitu, Inhaber des Jade-Mysteriums. Hi, Chitu. Hey, du strahlst da richtig. Heute muss ein Glückstag sein. Willst du dein Glück an einem noch unbearbeiteten Stein herausfordern? Wo bin ich hier? Wie bitte, du bist das erste Mal im Jade-Mysterium? Seit Generationen bieten wir hier Schmuck und andere Wertgegenstände aus Jade an. In Liwe haben wir uns längst einen Namen gemacht. Letzter Zeit ist die Branche aber nicht mehr das, was sie mal war. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten hat die große Kluft, wo das Rohmaterial herkam, stilllegen lassen. Mittlerweile ist das Rohmaterial schon fast teurer als die fertigen Produkte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kann die unbearbeiteten Steine auch gleich so verkaufen. Für die Kunden ist das aufregend und lustig. Manch einer kann damit sogar noch Geld verdienen. Jetzt kommen all meine Kumpel vom Kartenspiel immer vorbei und kaufen ein paar Steine. Da läuft für mich das Geschäft mittlerweile sogar besser als beim Warenhaus. Ming Xing. Haha. Aha. Erzähl mir was über die Steine. Scheint es noch nie gespielt zu haben, das sieht man selten. Diese unbearbeiteten Steine sind die Restbestände aus der großen Kluft. Alles nur beste Qualität. Such dir einfach einen beliebigen einen aus. Findest du Jade in dem Stein, soll die Belohnung dein sein. Deine sein. Und mach dir nichts daraus, wenn du einen ohne Jade kriegst. In der Branche gibt es noch einen Spruch. Das Glück der Leute, keine Sorgen. Kommt es nicht heute, kommt es morgen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Jade zu finden? Ja, das ist ja eine Millionen-Euro-Frage, nicht wahr? Aber ernsthaft, es würde das Spiel ruinieren, wenn ich die Wahrscheinlichkeiten dafür immer wüsste. Ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist bei weitem nicht so spannend wie ein Glücksspiel. Und hey, auch wenn da keine Jade drin ist, wer kann schon sagen, dass du nicht etwas anderes finden wirst? Ich veräpple dich nicht. Erst kürzlich kam eine Großmutter, Großunternehmer hier rein, öffnete einen Stein und zwar ohne Jade. Aber da waren ein paar Brocken Erz drin. Natürlich nicht gut genug für ihn. Natürlich gibt er sie mir ohne einen einzigen Blick zurück. Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß die Großherzigkeit zu schätzen. Aber ich habe einfach keinen Platz, um sie zu lagern. Warum nimmst du sie nicht mit? Sagen wir, das ist meine Investition in deine Zukunft. Und wenn du dich einmal für die Gunst revanchieren willst, weißt du, wo du meinen Laden findest. Aha. Minderwertige Bestärkungserz. Okay. Das ist echt eine Lotterie. Oder was ist jetzt hier? Seht euch nur um. Diese Sachen sind alle aus den Steinen gekommen. Das ist zwar nicht alles aus Jade, aber vielleicht findet ihr ja trotzdem etwas Ansprechendes. Ich kann Erze kaufen. Ich kann Erze kaufen. Ja, den Nachtjade will ich aber nicht haben. Ich wüsste nicht, was ich mit dem machen soll. Ich habe schon so viel davon. Ich meine, von den beiden auch, aber. Okay, in einem Tag und 2 Stunden. Also einmal die Woche wahrscheinlich kriegt man hier die Sachen, oder? Interessant. Und ich habe mich nicht gerade das letzte Mal sehen. Bekanntmachung. Bitte nicht anfassen, bei Zerbrechen der Ware wird der volle Preis verlangt. Ich hoffe, der Preis steht vorher dran. Jetzt würde Link auch nicht gefallen. Das Firum hier oben ist hübsch. Oh Gott. Warte mal, gab es hier noch? Nee, die Straße habe ich. Es gibt jetzt noch diese eine Straße. Okay. Na Gott sei Dank. Die Hellebarde. Hellebarde. Türsteher an der Teestube Yangshang. Eiszahn. Besten 2 NPCs überhaupt hier bisher. Chuyi, Bedienung der Teestube Yangshang. Hi. Das ist eigentlich normal, dass man das von außen offen hat und dann Leute da rein bittet. Das ist die Teestube Yangshang. Bist du jetzt, wo du hier bist, eventuell vorbereitet? Hast du genug Geld mitgebracht? Deswegen ist der Tee hier ziemlich teuer. Ex, dass es eine Teestube nur Tee verkaufen darf. Jemand Einfältigeres wie du sollte nicht draußen sein und Unfrieden in unserer Stadt zu stiften. Deine Zeit würdest du besser damit verbringen, eine Oper zu lauschen oder in einem Restaurant zu sitzen.
Es gibt Orte, an die du dich nicht gehörst. Was, an die du nicht gehörst. Und du wirst hier ganz sicherlich nicht gebraucht. Wenn du nicht gehst, muss ich den Sicherheitsdienst bitten, dich hinauszubegleiten. Ich bin draußen! What are Was ist you ihr staring Problem? at? Stube mit. Ja, das heißt, hier drinnen wird noch anderes gemacht. Okay, ist das unser Bordell? Also, gibt eine schicke Liege-Dame zum Tee. Und die macht mit dem Tee ganz nette Sachen dann. Oh Mann, okay. Ja. Hey, hier ist eine Kiste mal wieder. Zack. Aber ansonsten. Ja, yeah, kleine dumme Kinder, die springen. Ja, so langsam, jetzt komme ich, glaube ich. Ja, hier kann man sich jetzt wieder so ein bisschen umgucken, leider. Also nicht leider, aber doch eigentlich leider. Fang schon, Händler. Hallo, womit kann ich dienen? Wer bist du? Hallo, ich bin Yang Shun, Geschäftsfrau und Wirtschafts. Die erste Person, die sich als Frau betitelt. Danke, Spiel. Und Wirtschaftswissenschaftlerin spezialisiert auf Liebe. Kann ich das für dich tun? Wirtschaftswissenschaftlerin spezialisiert auf Liebe? Ganz recht, kurz gesagt, ist damit die Lehre davon gemeint, wie man mit dem gesammelten Wissen eines jeden Händlers in Liebe die meisten Mora verdienen kann. Man kann als moderner Händler nicht einfach nur auf kurzfristigen Gewinn aus sein. Man muss neue Kenntnisse erlernen und Gesetzmäßigkeiten ergründen, um das Geschäft für alle zu optimieren. Okay, hast du noch was gehabt? Wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Der Feiyunhang ist schließlich eine erstklassige Gewerbeimmobilie. Wenn es einen Haken gäbe, dann den, dass mein Laden noch nie zuvor mit Rex Lapis Anwesenheit beehrt wurde. Ich meine, dieser neue Laden von mir hatte noch nie die Ehre der persönlichen Schirmherrschaft von Rex Lapis. Die Läden, die sowohl seine Anwesenheit als auch seine Zustimmung gefunden haben, sind alle unglaublich populär. Ah, blende mich doch nicht instant so. Oh Gott. Ach, naja, nur weil ich es mir wünsche, muss es noch lange nicht passieren. Der Mensch denkt, der Arkon lenkt. Aha. Wieso ist jetzt der kleine Junge hier? Jisoo. Hallo, willst du mit mich sprechen? Wer bist du? Ich bin Jisoo. Du kennst sicher meine kleine Schwester Yixian. Das Haus fühlt sich in der Zeit so leer an. Jishuan ist bestimmt sehr einsam, deswegen möchte ich hier etwas zum Spielen kaufen. Nachdem ich Yang Shun unsere Geschichte erzählt hatte, hat sie sogar gesagt, dass ich ein Spielzeug ausruhen und es mit nach Hause nehmen dürfte. Völlig umsonst, die Leute sind alle so verständnisvoll zu uns. Oh nein, ich darf nicht weinen, sie soll mich nur lachen sehen. Ich gehe davon aus, deren Eltern sind gestorben. Tian Tian. Onkel Tian. Das ist. Oh Gott, die Stimme. Hallo, wie würdest du gerne auf dein Abenteuer. Was? Wie würdest du gerne auf ein Abenteuer gehen? Wenn du gerne in der Wildnis überlebst, tief tauchst und in halsbrecherischer Geschwindigkeit gleitest, dann brauchst du die Gilde der Abenteurer. Braucht die Gilde der Abenteurer dich. Wer bist du? Ich bin ein Rekrutierer von der Abenteurergilde. Ich auf der Suche nach angehenden neuen Abenteurern, die die zuvor erwähnten Kriterien erfüllen. Oh, und du kannst auch mitmachen, wenn dir Erkundungen, Bergsteigen und solche Sachen gefallen. Ich bin schon Rang 36. Leck mich, Bitch. Ich bin ein großes Licht, du nicht. So. Was macht die Abenteuergilde? Abenteuergilde? Gott. Natürlich, der Name deutet das ja bereits an, insbesondere der Abenteuerteil. Komm schon, schau nicht so skeptisch. Ich bin ein Experte für Abenteuer, weißt du? Vielleicht, weil ich in der Buchhandlung Wann, Wenn alle Bücher zu diesem Thema gelesen habe. Ich kenne mich aus. Ich dachte, Abenteurer machen nur Missionen. Missionen? Oh, ich weiß, du meinst reiche Leute, die die Erfahrung machen wollen, auf ein Abenteuer zu gehen, aber auch Sicherheitsbedenken haben. Also beauftragen sie uns, sie auf Überlebenstouren in die Wildnis mitzunehmen, richtig? Vertrau mir, alles, was ich brauche, ist mein zuverlässiges Messer. Damit kann ich überall dort überleben, wo du mich hinbringst. Wenn du dich der Abenteurergilde anschließt, verspreche ich dir, dass du in kürzester Zeit genauso ein Experte sein wirst wie ich. Dann kannst du jeden Aufträge annehmen, den du willst. Okay, ihr seid also die bezahlten Reiseführer hier. Ihr habt nichts mit den Mondstädter Leuten zu tun. Gut. Ganz viele kleine Kinder und Leute, die nicht reden wollen. Super. Will ich das Haus hier schon erkunden? Nee, will ich glaube ich nicht. Ich glaube, hier oben gehe ich zum Schluss hin. Es reicht aber auch nicht von der Höhe, um darüber zu fliegen. Okay. Hopp. Hong Yu, warte mal, die habt ihr geredet, oder?
Eine Reisende. Der Ausbilder ist nicht hier. Willst du ein bisschen plaudern? Weiß ich nicht, mit dir schon gelabert? Wer seid ihr? Wir sind die Malefen, die sie gegen beaufsichtigen. Heißt der Hong Yun und das ist Kun. Am Hafen ist es immer sehr friedlich. Seit ich diese Uniform trage, habe ich kaum etwas Auffälliges gesehen. Hin und wieder trifft man auf Taschendiebe am Chiho-Felsen. Aber sonst kaum etwas. Hast du von den Lernritual gehört? In der Nacht des ersten Vollmonds eines jeden Jahres findet in Liebe das Laternenritual statt. Achso, Laternenritual, die Lernritual. Okay. Das ist das wichtigste Fest von ganz Liebe. Jeden Abend während des Laternenrituals werden überall in Liebe die Laternen angezündet, womit der ganze Hafen in ein festliches Licht gehüllt wird. Dann sieht man am Hafen noch eine ganz besondere schwebende Laterne, die man nirgends sonst finden wird. Ich dachte mir jedenfalls, dass du als Fremder die Gelegenheit sicher nicht verpassen willst. Okay. Lin Lang. Nee, Lin Ling war das letztes Mal. Und hier ist wieder der Fürst Dian. Dian. Interessant. Verstehe ich eigentlich noch nicht geöffnet. Aha. Ach, das war die Tante, die bei Nacht doch eigentlich. Ja, es ist doch jetzt Nacht. Zeit. Hat noch nicht geöffnet um 23:30 Uhr. Okay. Wieso Song Yu? Ich check euch nicht, okay. Wer zum Fick ist Kun? Guan Hai, wir haben das Schiff verpasst. Ja. Das ist die Tante. Über Schuh. Wo die Tante. Soll bestimmt ein paar Sachen kaufen, oder? Oh, schon wieder so viel eingesammelt? Cool. Ja, ich weiß nicht. Die beiden brauche ich halt nicht, eigentlich. Erstmal. Ja, andererseits. Ich kann sie mir eh nicht leisten, okay. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Aha, Kampflespe, okay. Yue Shu, Bedienung im Lokal Xinyu. Ich kann den Laden betreten, okay, Yue Shu. Willkommen im Lokal Xinyu. Auf welchen Namen hast du reserviert? Bekomme ich auch ohne Reservierung einen Tisch? Das Lokal Xinyu ist das beste Restaurant für Yue-Küche in ganz Liebe. Täglich werden nur ein paar Tische vergeben. Daher muss man seit langer Zeit mindestens 3 Monate im Voraus reservieren. Wer zum Lokal Xinyu kommt, ist schließlich ein Liebhaber der Köstlichkeiten der Yue-Küche. Selbst unsere Angestellten werden nicht vorgelassen. Mein Mann, meine Kinder und ich warten immer noch auf unsere Gelegenheit. Wow, okay. Aber es ist kein Wunder, dass das Lokal so beliebt ist. Schließlich wird hier nur der beste Juro-Küche serviert. Treten. Ich hoffe, ich trigger nicht irgendeine Quest jetzt damit. Ich hoffe es nur. Eventuell sollte ich mal ganz kurz nachgucken, was ich bei der Ellie Quest beachte, bei der Archon-Dingens Adeptenzeremonie. Doch wo das Gebiet von Liebe an das Meer reicht, wurde auf einem erhabenen Felsen ein Hafen gebaut, der diesen Hafen und all das Gebiet um Liwe beschützende Gottes der Geoarchon Morax. Ne, heißt Mo. Hä? Was haben die denn vorher mit Rex Lapis gehabt? Achso, Morax, auch Rex Lapis genannt, okay. Um ihn zu finden, bist du nach Liwe gereist, wo gerade die alljährliche Adeptenzeremonie stattfindet, bei der Rex Lapis seinen Segen an die Menschen gibt und sie anleitet, wie sie Liwe im folgenden Jahr führen sollen. Okay. Ich verstehe nicht, mit wem ich reden muss. Gut. Hallo Heli. Bedienung des Lokals, bla. Ein anderer Gast hat bereits eine größere Reservierung getätigt. Was kann ich für euch tun? Gar nichts offenbar. Der Laden ist einfach nur so scheiße klein, deswegen gibt es hier nicht so viele Plätze. Wow, okay. Francis. Fahrender Händler. Oh Himmel, die schiere Schönheit, nichts, das mir das Wasser mehr im Mund zusammenlaufen als Liebes ganz eigene Jure-Küche. Francis, meine Wenigkeit, hat die Tage nach der Fontänenküche schon lange hinter sich gelassen. Erzähl von Fontaine. Meine Heimat ist ein Land, das wahre Schönheit und Eleganz verehrt. Ah, also wahrscheinlich Frankreich, Fontaine. Manche Leute aus anderen Ländern halten unsere Kleidung vielleicht für zu aufdringlich oder gar unpraktisch, aber für uns in Fontaine sind das ganz normale Sachen.
Ach, trotzdem muss ich in der Zeit wieder einmal neue Kleidung kaufen. Ich schwöre, es liegt am Essen, Herr Nigo. Es ist so lecker. Ich muss 200 Pfund zugenommen haben, nachdem ich hierher gekommen bin. Aber einmal muss schließlich essen und das hier ist wirklich gut. Okay. Interessant, verlassen. Gut, und während ich verlasse, habe ich jetzt schon raus oder nicht? Jetzt 35 Minuten. Es ist echt schlimm. Immer wenn ich immer nur eine halbe Stunde spiele und immer cutte, dann fällt mir erst auf, wie viel Zeit wirklich vergeht. Gott, das ist echt wirklich übel. Au, das war eventuell ein bisschen blöd gedehnt und gestreckt. Das andere Problem, was ich aber gerade sehe, ist, ich bin heute sogar eher aufgestanden. Das heißt, ich muss auch eher offline gehen heute. Also, ja, eher aufhören. Beziehungsweise eigentlich, ja, nee, eigentlich nicht. Aber halt, vom Prinzip her, darf ich nicht ganz so lange wach bleiben wie gestern Morgen. Ich glaube, gestern bin ich auch wieder um 10 erst aufgestanden. Nee, 10 ins Bett gegangen. Habe erst um 10:30 oder so geschlafen. Und dann bin ich um 17:45 aufgestanden. Das ist auch schon wieder 8 Stunden her. Uiuiui. So, bevor ich jetzt noch in der Aufnahme weitergehe, ne, sage ich ciao und dann halt bis zum nächsten Mal.